Leute, kennt ihr es, wenn ihr das übelste Déjà-vu habt? Ja, ich auch nicht. Okay, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Smash. Guter Anfang dieser Folge. Super. Wir spielen heute den feurigsten aller Feuerkämpfer, Fuego. Wie ihr es von mir gewohnt seid, da ich ein Profi-YouTuber bin, bin ich wie immer richtig gut vorbereitet und weiß natürlich immer, was meine Helden können. Ja, wie ihr seht, ich bin immer grandios vorbereitet, aber so kennt man es ja von mir. Genau, und so kennt man es ja von mir, wie gesagt. Ich bin, ja, grandios vorbereitet. Und ich habe keine Ahnung, wie man den Helden spielt. Okay, das ist Fuego. Fuego ist so ein Feuer-Pokémon. Keine Ahnung, welche Generation. Ich kenne mich nicht aus mit Pokémon. Gegner laggt. Okay. Beim Gegner laggt. Okay, wie gesagt, Feuer-Pokémon irgendeiner Generation. Weiß ich nicht. Kenne mich nicht mit Pokémon aus. Keine Ahnung. Okay, ich. Okay, interessant. Interessantes Match. Okay, das ist meine normale B. Heißt, ich schmeiß dich weg. Und dann mache ich Abbi und du wirst weggebumst. Oh Gott, okay. Das zensiere ich jetzt etwas. Ich wollte eigentlich gar nicht sagen, weggedasht. Und dann irgendwie ich weiß nicht, welche Wörter ich gerade aus Versehen gemischt habe. Und dann ist das entstanden. Okay. Da wir es ja schön die FSK, was ich jetzt sagen wollen. Habt ihr nicht gehört? Nee, keine Ahnung. Also ich wollte echt was anderes sagen. Aber irgendwie krank. Liegt daran, weil ich ein bisschen krank bin. Auf jeden Fall. Deshalb verspricht man sich, Leute. Möchtest du bitte mal sterben? Ich habe nicht das Gefühl, dass du so krank gut bist, aber trotzdem haust du mich. Schaffe ich es nicht, dich irgendwie zu besiegen, weil ich einfach das Spiel nicht kann. Danke mit dir. Okay, die Downbeat ist irgendwie so ein Konter, kann das sein? Also irgendwie diese Downbeat sollte so ein Konter sein. Ja, Downbeat ist. Heile ich mich bei der Downbeat? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Mario mag mich nicht. Oh. Okay. Auf jeden Fall, ich weiß, dass man sich mit. Upsala. Fuego gut raushauen kann. Oh, okay. Und man kann sich auch gut safen. Okay. Weg mit dir. Und weh. Irgendwie klingt so wie Wario. Aber Wario ist ja nicht im Spiel, wie jeder Wario-Fan weiß. Und nicht nur die Wario-Fans. Was viele enttäuscht hat, dass Wario nicht ins Spiel kam. Ich meine natürlich Waluigi. Es muss ich jetzt nicht verbessern, weil ich mich rechtzeitig verbessert habe. Oh, wenn man. Ah, das ist der Down-Smash. Okay. Okay, also ja, ich meine natürlich Waluigi, nicht Wario, versteht sich von selbst. Was hat Mario eigentlich aufgeladen, damit das so blinkt? Weil irgendwas hat er doch dann aufgeladen, falls ich mich recht entsinne. Soll der denn irgendwas aufgeladen haben? Danke. Und komm. Wigger. Ich verstehe mal Wiggler irgendwie. Ihr wisst ja, Wiggler sind ja diese gelben Raupenviecher aus. Passt irgendwie zur Map, ich finde, die sieht auch so ein bisschen Wiggler-mäßig aus. Sind ja diese gelben Raupenviecher aus Mario. Die wütend werden, wenn man sie angreift und die dann rot werden. Komm. Weh. Ja, macht echt so Waluigi-Sounds und Leute, also das Internet, diese Internetverbindung, also das funktioniert gerade perfekt, Spiel, muss ich gestehen. Du kannst mir nichts, weil ich so grandios gut mit Fuego bin, wie man sieht. Ich bin noch nicht gut mit Fuego, wieso gewinne ich? Ich weiß es nicht, okay. Keine Ahnung, wieso ich gewinne. Weil ich diese Attacke habe, die übelst nervig ist. Oh Gott. Weil mit Fuego gute Kombos geben kann und weil der Gegner nicht gut ist, deshalb vermutlich. Heieiei. Komm. Oh, ich meine, man kann sich irgendwie echt gut safen, ehrlich gesagt. So hätte ich nicht gedacht, dass man sich mit dem Up Smash so gut safen kann, weil ich hatte eher Erinnerung, dass man sich mit dem ja so gut rausholt. Also ich meine, ich weiß, man kann sich mit dem auch gut rausholen und so. Keine Ahnung, wieso er das Cape gemacht hat. Vielleicht hat er sich verklickt. Ja, also, keine Ahnung. Ich hatte eher Erinnerung, dass man sich mit dem Ultra gut raushaut. Aber man kann sich echt gut safen, ehrlich gesagt. Ah, 370%. Ich habe deutlich mehr Schaden gemacht. Und ich habe extra nicht auf nochmal gegen denselben Gegner kämpfen gedrückt. Ja, weil ich möchte ja mich wieder von Gegnern zerstören lassen, so wie man es kennt. By the way, ich nehme das Video noch am selben Tag auf wie das letzte Video. Das heißt, ich bin noch ein bisschen krank. Mir geht es zwar halt technisch besser, weil es auch deutlich später ist am selben Tag. Aber ich habe immer noch Halsschmerzen und sowas. Also, keine Ahnung, vielleicht hört sich meine Stimme ein bisschen anders an, weiß nicht. Aber Leute, Beruf-YouTuber nehmen nicht auf, wenn sie krank sind. Nee, sonst kein Video um 16 Uhr. Und Videos um 16 Uhr sind Pflicht. Wie man ja von meinem Kanal kennt. Eieiei. Du magst mich nicht. Ich hab's kapiert. Oh, yo, chill. Irgendwie keine Ahnung. Ich drück die ganze Zeit. Ah, und er macht's nicht. Ah, für den Attack aus. Wee, Wario. Junge, guck, wir drücken beide A und meine wird nicht ausgeführt. Alter, Bruder, kannst du mal chillen, bitte? Wieso verkloppt er mich so übelst? Und wieso hat Range nicht mal gereicht? Junge, wir machen beide A-Attacken und seine treffen die ganze Zeit und meine nicht. Danke. Wee. Der mag mich nicht, habe ich das Gefühl. Woran das wohl nun liegen könnte. Der mag mich bestimmt nicht besiegen. Danke. Komm. Uiuiui. Bruder, chill.
Ich sag echt ziemlich oft Bruder in letzter Zeit in Videos. Frag mich bitte nicht wieso. Habe ich mir irgendwie angewöhnt. Komm. Komm, weg mit dir. Wiggler. Nee, er sagt irgendwie Wigger oder so, keine Ahnung. Ja, ich weiß. No, ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Range hat. Okay, das war das, was ich meinte. Okay, man kann sich aber danach noch. Okay, es geht ja nicht unendlich lang. Also man kann sich rein theoretisch danach noch safen, würde man nicht Robin heißen und so spielen wie ich. Dann könnte man sich danach rein theoretisch noch safen vielleicht. Ich drück B, danke, hat er viel zu spät ausgeführt. Finde ich nicht gut. Junge, chill doch mal. Was ist denn los bei dir? Ich merke schon, dass du irgendwie, keine Ahnung was, hier normalerweise um Billiarden Euro spielst, so wie du spielst irgendwie. Keine Ahnung, dass du irgendwie, weiß ich, was für ein Profi bist. Ich weiß, ich spiele auch nicht so, wie man mit Fuego spielen sollte, aber das mache ich mit keinem Helden irgendwie. Okay, weg mit dir. Ich meine, er weiß, dass er besser ist und ich weiß, dass er besser ist. Und ich mache extra den, damit ich mich ein bisschen safen kann erst und dann ihn stechen kann mit meinem Stechangriff. Irgendwie Luigi hat ja, also ähnlich, das ist irgendwie dieser Waluigi, Waluigi wahrscheinlich, dieser Luigi-Angriff, den er irgendwie ausführt. By the way, ich habe auf Discord eine Umfrage gemacht zum jetzigen Zeitpunkt, wo ihr früher abstimmen könnt, ob ich, ob ich Luigi's Mansion Let's Playen soll, Luigi's Mansion 3, könnt ihr gerne dafür abstimmen oder halt dagegen oder, keine Ahnung, egal, es gibt drei Möglichkeiten, wie gesagt. Und ich meine, ich kaufe es mir so oder so, so ist es nicht, also von daher, keine Ahnung. Ich kauf's mir, wie gesagt, eh. Und irgendwie haben die Angriffe eine ziemlich kleine Range und... Okay, der hat irgendwie ziemlich schnelle Eingabe oder irgendwie sowas. Oder bei ihm lief's komplett flüssig. Irgendwie, keine Ahnung, also... Oder der hat auf dem krankesten Monitor der Welt gespielt, weil... Holy shit, dem seine Eingaben waren ja... Also es war komplett instant da. Also so 0,0 wirklich. Keine Millisekunde verzögert und keine Ahnung. Ich meine, immer so wie immer und bei ihm war es irgendwie wirklich direkt. Deshalb konnte mir auch so krank gute Kombos geben. Also, natürlich war der auch übelst gut, so ist ja nicht. Was ich bisher sagen... Oh, zwei Leute mit der selben normalen B-Attack. Ich glaube, normale B ist es bei uns beiden. Also, bei mir ist auf jeden Fall die normale B. Was ich sagen wollte, was ich gut finde, ist auf jeden Fall, dass die, dass man die Dinge irgendwie ziemlich gut steuern kann. Die wird irgendwie immer in die richtige Richtung ausgeführt. Also, was muss ich echt sagen? Das hatte ich irgendwie noch bei gar keinem Kämpfer, dass sie irgendwie immer in die richtige Richtung ausgeführt wird. Die Abbi. Irgendwie, keine Ahnung, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. Also, ja, natürlich gefällt es mir echt gut, wenn mal was funktioniert, wie es funktionieren soll, meiner Ansicht nach. Aber, versteht es natürlich von selbst, dass ich es dann gut finde. Aber, muss ich sagen, hatte ich irgendwie noch nie das Gefühl, dass es wirklich bei einem Helden, bei jedem Angriff so war. Diesen, irgendwie, keine Ahnung, mag ich diesen Dingangriff, habe ich das Gefühl. Komm, wollte ich übrigens gar nicht. Ich wollte den da machen. Ja, den hat er auch, genau. Ihr habt's gesehen. Ah, ja, yay. Oh, okay. Leider. Ja, genau, den Angriff. Aber ich habe bei ihm ist es. Nee, bei ihm ist die Abi und bei mir ist die normale B. Komm. Und Wigger, oder was auch immer du sagst. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann ich dich greifen? Nein, ich kann dich nicht greifen. Oh, einer aus der Hübe-Community. Okay, keine Ahnung. Hab ich festgestellt, der mich nicht zerstört. Ich meine, es scheint jetzt nicht so viel krank besser zu sein. Aber muss dazu sagen, ist auch mein erstes Mal, dass ich halt so gesehen Ding spiele. Also ich habe ihn davor noch nie gespielt. Holy shit. Okay, der weiß auf jeden Fall in etwa, wie das Spiel funktioniert. Also, wie gesagt, ich hab davor noch nie Fuego gespielt halt. Das ist jetzt so gesehen meine zweite Runde, dritte Runde, die ich jemals mit Fuego gespielt habe. Und von daher, entschuldige bitte, falls ich nicht so gut bin. Und jetzt weg mit dir. Also manchmal irgendwie der Anfangshit ist manchmal echt, wollte ich by the way gar nicht, wollte eigentlich die Up-Dingsbums machen. Komm, ich weiß, dass du den Hit aufgeladen hast dadurch. Ich weiß schon, was du hast. Komm, aber ich würde ehrlich gesagt gerne deinen Angriff entfernen, möglichst bald, deinen Angriff entfernen, ihr wisst, was ich meine, ihr wisst, was ich nicht. Ich würde gerne, dass er nicht mal seinen starken Schlag hat, aber das werde ich nicht verhindern können, leider. Komm, wieso hat er eigentlich... Keine Ahnung, wieso hat er irgendwie sein Up-B-Dingsbums, ihr wisst schon, nicht ausgeführt. Junge, ja, du bist... Er gibt mir immer dieselbe Kombo direkt danach. Kannst du mal treffen? Danke. Ich glaube irgendwie meine Eingabe ist so übelst krank verzögert. Kommt mir oft so vor, dass die Eingabe einfach so krank verzögert ist irgendwie. Verprügeln wirst du jetzt. Also manchmal kommt es mir echt so vor, als wäre die Eingabe irgendwie übelst verzögert. Ja, als ob du mich jetzt rausschlagen wirst damit. Schlägst du ja dich selbst raus. Wie gesagt, ich habe manchmal echt das Gefühl, dass die Eingabe so krank verzögert ist. Zack. Und dann kriegst du den da, der nicht trifft. Okay, doch trifft. Komm. Naja, nicht getroffen, war ja klar. Also wenn du mich noch einmal mit seiner Sideby trifft, und zwar mit dem in den Boden hauen halt, dann habe ich ziemlich verkackt, würde ich sagen. Oh, ja.
Von daher soll ich mich davon am besten nicht treffen lassen. Weil, wie gesagt, dann wäre es auf jeden Fall vorbei. Oh nee, das war dumm. Das war absolut dumm. Also wenn mich einmal noch mit der Zeit, mit seiner Side-B trifft. Ich meine, ich muss ihn eigentlich auch nochmal einen guten Hit treffen. Aber wenn er mich einmal mit seiner Side-B trifft, dann ist es auf jeden Fall vorbei für mich. Also das kann ich euch garantieren. Ich habe echt ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Okay, jetzt ist vorbei. Nee, ist immer noch nicht. Weil ich mich noch nicht treffen lassen habe. Ich meine, ich gebe ihm immer diese lächerlichen Hits. So und... Okay, er hat sich nicht mehr gesaved. Ja genau, wenn er mich nämlich einmal in den Boden gehauen hätte, dann hätte er mir einfach danach nochmal einen normalen Angriff mit dem rechten Stick halt geben können. Und dann hätte ich komplett rausgehauen. Also da hätte ich absolut nichts machen können, dagegen hätte er das gemacht, aber hat er mich zum Glück nicht getroffen. Und Schaden nur hat er ein bisschen mehr verursacht, aber es war mehr oder weniger sogar ausgeglichen. Und es waren zwei ein bisschen schwerere Kämpfe, also seiner war natürlich noch ein bisschen schwerer. Und meiner ist auch ein bisschen leicht, also jetzt nicht Schwierigkeit und so, sondern halt Gewicht. Versteht sich. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass mich irgendwie Smash Bros. Mobbt, weil irgendwie manchmal, keine Ahnung, habe ich einen Vermittlungsfehler. Ich meine, ich habe es erst das zweite Mal. Ich glaube, ich hatte es das letzte Mal sogar im letzten Video. Und ich habe echt mit verirrt, ist Smash-Fertigkeit. Ach Gott, ein Kämpfer, den ich wirklich noch nie, nicht mal gegen irgendeinen Kumpel oder so davor gespielt habe. Ich habe auch ein bisschen Glück irgendwie mit den Gegnern. Und keine Ahnung, ich denke, vorher war es 80 oder so, weiß ich nicht. So, also mindestens 80. Ich sag er ist 80. Vielleicht ist auch B-Tier, keine Ahnung. Ich kann sowas nicht einschätzen. Von Palden weiß ich so mehr oder weniger, weil. Also zum Beispiel Squid wollte ich gerade sagen. Inkling ist zum Beispiel A-Tier, aber keine Ahnung. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Ich bin jetzt auch kein krank guter Smash-Spieler. So. Okay. Ja. Der hat seine lächerlichen. By the way, ich schwöre es euch, ich habe keine Side-B ausgeführt. Also, ich habe sie ausgeführt, aber ich habe sie nicht gedrückt. So. Wee. Wario. Ich habe irgendwie nicht am Anfang damit gerechnet, dass ich ihn grabben würde. Von daher habe ich jetzt auch nicht so so angegriffen als Sprachen lernen, Bubble. Ja, als hätte ich ihn gegriffen, also habe ich nicht nochmal einen Angriff gedrückt, weil ich ja nicht davon ausgegangen bin, dass er mich. Oh, ich habe vergessen, dass ich ganz vergessen, dass ich diese Side B habe. Oh, okay. wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte gerade diese Side-B ein bisschen testen. Ja, das ist jetzt nochmal ein Just-for-Fun-Spiel, weil das werde ich auf jeden Fall nicht gewinnen. Weil ich, wie gesagt, ein bisschen ausgetestet habe und das aber auch den ersten Ding natürlich verschenkt habe. Ja, genau, von daher werde ich das... Ich will es mal testen, Moment. Junge, mach doch mal so, dass ich testen kann, bitte. Please, sei sozial und mach so, dass ich testen kann. Ja, Junge, ich hasse es ja so, wenn Gegner mir Kombos geben. Man kann mir nicht erzählen, dass es einfach nur ist, dass ich immer eine Kombo kriege, weil ich so schlecht bin. Weil, keine Ahnung, immer wenn ich einen Angriff ausführe, der vom Gegner connectet immer besser. Genau, ich habe schon einen Angriff ausgeführt und mein Hit connectet einfach nicht. Der vom Gegner connectet irgendwie immer besser. Ich habe, by the way, erst eine Side-B ausgeführt, aber who cares. Also das ist Wahnsinn, keine Ahnung. So, der Gegner Hit connectet immer besser. Das ist so ein Wahnsinn. Übrigens, wie so oft auch einfach die Dinge dann ausgeführt wird. Ja, er ist einfach, weil... Hallo? Wollte ich nicht, egal. Okay, dieses Match war absolut seltsam mit dem, was ich gedrückt habe, was ausgeführt wurde. Genau, wieso nochmal ziemlich oft eine Abi halt ausgeführt habe, nämlich halt mit der Side-B jemanden gegrabt habe. Ist einfach, weil ich halt B drücke und so, um halt weiter anzugreifen, nachdem ich ihn halt einmal gegrabt habe, damit ich ihm halt hochwerfe und so weiter und halt Schaden mehr mache. Und wenn ich zu oft drücke, dann wird halt auch noch direkt danach die Abi automatisch ausgeführt. Also manchmal ist es Babsicht, manchmal nicht so gesehen. Genau, und dann Yoshi bleibt Smash-Fähigkeit top. Und ja, dann will ich noch einen schönen Tag, mach's gut, bis zum nächsten Mal, Stream und ciao.